So, da bin ich wieder. Wir kommen zum letzten Teil des Partikelblocks. Wir sind immer noch bei der Partikel Ni, die an die Rentaiki angeschlossen wird. Und ich habe hier ein Gedicht aus dem Shui Wakashu ausgewählt, um die Partikel vorzustellen. Ist diesmal allerdings ein relativ schwieriges Gedicht, deswegen müssen wir da relativ viel Zeit mit verbringen, weil es recht komplex ist. Es hat auch unbekannte Grammatik leider, das ließ sich gerade irgendwie nicht vermeiden, das ist mir halt über den Weg gelaufen, aber ich wollte es trotzdem mal machen, weil es halt einerseits recht schwierig ist, sodass man mal ein bisschen über Übersetzungstaktik reden kann und andererseits aber auch Möglichkeiten zur Wiederholung bietet. Okay, ich lese es am besten mal vor, ist Gedicht Nummer 140 und genau, das Shui Wakashu ist eine Gedichtanthologie, auch aus der Heianzeit. Und wurde zwischen 1005 und 1007 zusammengestellt. Gut. Yaimugura shikireru yado no sabishiki ni hito koso miene aki wa kinikeri. Genau, wie üblich habe ich hier schon überall die Punkte zwischengesetzt, um die einzelnen Abschnitte zu unterteilen. Wir haben kein Siamari, es ist also ganz normal 5, 7, 5, 7, 7. Was wir allerdings hier haben, ist, dass wir ausnahmsweise mal nicht einen Satz haben, sondern zwei Sätze. Und da können wir erstmal indirekt drauf schließen, wenn wir das Gedicht einmal irgendwie so von vorne bis hinten lesen, dann achten wir natürlich als erstes auf die Verben, auf die Prädikate. Da haben wir hier hinten ganz klar eins, nämlich kü, mit zwei Verbalsuffixen, mit zwei Doshi dran, einmal keri und einmal nü. Die werden ja jeweils an die Renyoke angeschlossen, so wie das mit Verbalsuffixen der Vergangenheit bzw. des Aspekts der Abgeschlossenheit üblich ist. Keri steht entsprechend an der Renyoke von Nu und diese Form von Nu, also die Renyoke von Nu, Ni, steht an der Renyoke von Ku, also Ki. Wunderbar. Dann haben wir noch weitere Prädikate oder weitere Verben. Einmal hier, miene, das kommt dann, wenn wir hier hinter dem mi ein e haben, sehr wahrscheinlich von miu, etwas scheint irgendwie, etwas ist sichtbar, man kann etwas sehen. Und dahinter ist auch noch ein Verbalsuffix. Und dann haben wir hier vorne noch dieses shigereru. Und das wäre das, wo wir als erstes drauf achten. Als zweites ist uns dann bestimmt aufgefallen, dass wir hier ein Koso haben, nehmen also eine Partikel, eine Betonungspartikel, die die Isenke am Satzende hervorruft, also eine Kakarimusubi-Partikel. Und die Isenke endet ja meistens auf E, in dem Beispiel, das ich hier ausgewählt habe, auch. Wenn wir jetzt aber ans vermeintliche Satzende gucken, nämlich hierher, dann haben wir da Keri stehen, was die ganz reguläre Susike von Keri ist. Das heißt also, das hier kann nicht das Satzende von dem Satz sein, der das Koso beinhaltet. Es gibt eine Ausnahme, was das angeht, nämlich wenn es eine übergeordnete grammatikalische Konstruktion gibt, die das Kakari Musubi aushebelt. Das ist hier aber nicht der Fall. Also müssen wir bei diesem Koso nach einer anderen Isenke an einem anderen Satzende gucken. Wenn wir von da aus nach vorne gehen, ist das nächste Prädikat oder das nächste Verb, was wir sehen, dieses miene. Okay, das sieht ja schon mal recht gut aus. Miene kommt von miu, wie ich schon sagte. Da müssten wir ins Wörterbuch gucken, welche Form mie sein könnte. Und ich sage es euch mal einfach so, in diesem Fall ist es die Misenke. Und das hier ist eine Sonderform des Verbalsuffixes zu, das wir ganz zu Anfang kennengelernt haben und es einfach die Negation ausdrückt. Dieses zu zum Ausdruck der Negation kann drei verschiedene Formen haben. Einmal die zu-Form, einmal die Sari-Form und einmal die, ich nenne sie mal N-Form, die sehr selten auftaucht, die ich hier jetzt auch zugegebenermaßen zum ersten Mal sehe, deswegen hat mir das Gedicht am Anfang so große Schwierigkeiten bereitet. Die gibt es aber auch und sie kommt ab und zu mal vor. Diese
Endform, die ich jetzt mal so nenne, gibt es auch nicht in allen Flexionen, also nicht in allen, in allen Formen, die so ein Verb oder Verbalsuffix annehmen kann, sondern nur in drei, glaube ich. Und eine davon ist die Isenke, die dann ne ist und die ja hervorgerufen wird durch das Kosso. So, das heißt, wir haben jetzt hier schon mal ein paar Sachen für uns geklärt, nämlich erstens mal, dass es anscheinend zwei Sätze gibt, von denen der erste hier endet und irgendwie verneint es negativ ist, und das Ni, um das es ja in dieser Lektion geht, die subordinierende Partikel, die mit weil übersetzt wird, die also kausal verwendet wird, steht hier angeschlossen an die Rentaike, wie Ni das immer ist in dieser Funktion. Das heißt also, wir haben dahinter den Hauptsatz und davor den Nebensatz. Wunderbar. Innerhalb des Nebensatzes haben wir noch ein Verb, das wir uns auch genauer angucken können. Und da kommen wir dann auch zu der unbekannten Grammatik, die wir haben. Wir haben hier Yado, die Hütte oder Unterkunft. Und wenn davor ein Verb steht, ist natürlich klarer Fall, das ist attributiv und wir müssen eine Rentaike davor haben. Im Wörterbuch finden wir jetzt aber Shigeru. Allerdings finden wir nicht Shigereru. Es liegt daran, dass hier noch ein Verbalsuffix hinzugefügt ist, nämlich das Verbalsuffix Ri. Das habe ich nicht besprochen, als ich den Aspekt des Fortdauerns oder den Aspekt der Abgeschlossenheit, beide Funktionen kann dieses Re erfüllen, vorgestellt habe, weil es doch relativ selten ist, aber hier ist es vorhanden. Also wir haben gleich zwei seltene Fälle, einmal die N-Form und dann einmal das Re. Re flektiert wie ein Rahen-Verb, entsprechend in attributiver Funktion und als Rentaike nimmt es die Form R an und es wird im Gegensatz zu den anderen Aspektspartikeln nicht an die Renyoke angeschlossen, sondern an die Isenke. Entsprechend haben wir vom Shigeru hier die Form Shigere. So. Und davor, also dieses Shigeru bedeutet eben überwuchern oder allgemein ja wuchern, wachsen. Und davor steht dann einfach, wer überwuchert, nämlich Mugura, das sind Rankpflanzen. Je nachdem, in welches Wörterbuch guckt, gibt es dann auch verschiedene Bezeichnungen dafür, welche genaue Pflanzenspezies das ist, aber allgemein kann man sagen, Rankpflanzen. Und davor steht noch ein Adverb, nämlich Yae, also ganz wörtlich übersetzt achtfach oder achtlagig. Aber man kann es auch mit stark oder doll oder sehr übersetzen. Gut, das heißt, wir haben einen etwas komplexeren Satz am Anfang, Hauptsatz hinten, Nebensatz vorne und einen einzelstehenden Satz am Ende. Und mit dem Wissen können wir dann eigentlich schon mal anfangen. Weil Sabishiki, Sabishi ist so einsam oder verlassen, weil es so einsam ist. Yado no, hier haben wir noch eine Besonderheit, das no markiert in diesem Fall das Subjekt des Satzes. Es gibt einen Sonderfall, wo es das macht, habe ich extra nachgeguckt, weil mich das no auch verwirrt hat. Aber hier ist das No ausnahmsweise mal nicht attributiv, bildet keinen Genitiv aus, sondern ist zur Markierung des Subjekts des Satzes verwendet worden. Also, weil so einsam da liegt, wer oder was, die Hütte oder die Unterkunft, die überwuchert ist von Rankpflanzen, achtfach oder sehr stark. Hito koso miene. Menschen, Ausrufezeichen, nicht zu sehen sein. Also weil die stark überwucherte Hütte oder Unterkunft so einsam da liegt, ist gar kein Mensch oder niemand zu sehen. Das wäre der erste Satz, bis hierhin. Aki wa kimi keri. Ganz normal, Verb, Satzthema ist der Herbst. Der Herbst ist gekommen.
Und genau, das war's zu diesem Gedicht. Ich weiß, es ist relativ viel auf einmal gewesen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu komplex als Beispielsatz. Hier mit der Sonderregel, hier mit der seltenen Form von se und hier mit dem unbekannten Verbalsuffix und dann noch unser Hauptaugenmerk, die kausal verwendete Partikel ni an der Renteike. Und ich übersetze es nochmal, also weil die so stark mit Rangpflanzen überwucherte Hütte oder Unterkunft so einsam scheint oder so verlassen ist, ist nicht ein Mensch oder ist gar kein Mensch zu sehen. Der Herbst ist gekommen. Das war's dann. Und das war auch das Ende des Partikelblocks. Dann gehe ich jetzt wieder weiter zurück zu den Verbalsuffixen.